Ja, herzlich willkommen zum Video zur Reinigung der Schleuderlinie S1000 von Wet Template, Volker Keller. Schleuder fast 120 Rähmchen, Dadant, und ja, in der Regel machen wir zwischen 1,5 Tonnen bis maximal 3,5 Tonnen pro Tag. Dabei hilft auch zum Beispiel dieser Kran. Der Kran hebt eben die Boxen auf, die Boxer auf die Entdeckungsmaschine, dass man also im Schleuderraum die vollen Honigzargen nicht von Hand also von den Paletten runter auf die Entdeckungsmaschine schieben muss. Der Honig, der läuft. Eine wunderbare Sache. Was nachher nicht so schön ist, ist natürlich das Aufräumen beziehungsweise nachher das Saubermachen, aber es ist auch nicht so schlimm, wie man immer vermutet. Ich werde da oft gefragt, wie das so ist, ob man da den ganzen Tag aufräumen muss. Das ist nicht der Fall. Diese Kugel hier, die verhindert, dass die Luftblasen und auch die ganzen Schwebteile nach unten gedrückt werden in den Honig rein, sondern es wird hier schön oben auf die Oberfläche abgelegt. Ja, und hier sieht man so einen großen Wachsblock, der danach aus dem Direktwachsschmelzer kommt. Ja, und dann geht's los. Als allererstes, wenn die Anlage gereinigt werden soll, muss natürlich der Honig abgelassen werden. Dazu wird am Direktwachsschmelzer und Druckfilter und überall an den Schläuchen diese ganzen Ablasshähne geöffnet, wird dann ein Eimer drunter gestellt und diese Eimer müssen dann teilweise regelmäßig ausgekippt werden, um in einen Hobock, wo dann der ganze Rest der Honig drin ist. Ja, und dann laufen die ganzen Schläuche leer und sobald der Honig abgelaufen ist, dann wird mit Hilfe einer Teigkarte oder Honigschaber, bei den Bäckern ist er ja als Teigkarte bekannt, die ganzen Flächen abgeschoben und der Honig weggeschoben. Ja, das ist relativ einfach, damit kann man also Wachs und die ganzen groben Stücke und auch den Honig ganz einfach darunter schieben. Zunächst werden alle Tropfflächen abgeschoben auf dem Laufband und überall da, wo es tropft, unten auch, da wo der Honig vom Direktwachsschmelzer nachher in den Sumpf läuft. Den Honig aus dem Sumpf muss man dann nachher, also den letzten Rest zumindest, das meiste pumpt man ab, aber den Rest, der wird dann nachher in den Hobock umgeschaufelt. Und auch die Reste aus dem Topfblech oben, die werden da regelmäßig umgeschaufelt. Ja, und dann wird halt, sobald man alles weggeschoben hat, die Anlage sauber gespült. Vorzugsweise mit kaltem Wasser. Kaltes Wasser deswegen, weil warmes Wasser das Wachs oder heißes Wasser sogar noch schlimmer, das Wachs sofort an allen Oberflächen festkleben lässt und anschließend kriegt man das überhaupt nicht mehr runter. Also das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Hier mit kaltem Wasser geht das eigentlich sehr, sehr gut und da reicht auch ein Wasserschlauch und kein Hochdruckreiniger, weil mit dem Hochdruckreiniger landet der Honig und das Wachs überall an den Decken, an den Wänden und am Boden überall und mit ganz einfachem Wasserschlauch geht das eigentlich recht fix, das ganze Ding da sauber zu machen.
Das Wasser von der Entdeckungsmaschine läuft dann über den Dreckwerksschmelzer und spült den auch direkt schon mal vor. Und danach wird das Laufband entsprechend ausgespült. Auch die Schleuder wird ganz einfach mit Wasserstrahl ausgespült. Also das ist eigentlich sowas von simpel. Und auch da mit Hochdruckreiniger wäre übertrieben. Einfach nur ein Wasserschlauch, kaltes Wasser und reichlich spülen. Aber eine lange Schlauchspitze, die an den Kercher angeschlossen wird. Geniales Teil. Damit kriegt man also diese Pumpschläuche wunderbar und schnell sauber. Also was ich hier zeige, ist ganz einfach der Rohrreiniger. Also ein Gerät, ein Schlauch mit einer Düse vorne dran. Die Düse strahlt nach allen Seiten schräg nach hinten weg und zieht sich selber in die Schläuche rein. Und damit kriegt man also wirklich auch sehr lange Schläuche sauber. Die Enden von den Schläuchen lasse ich in die Schleuder hineinhängen und da läuft das Wasser eben einfach komplett durch und zurück durch den Sumpf dann in Abfluss. Ja, und dann bleibt nur noch die letzte Reinigung des Schleuderkorbs. Danach wird nur noch der Tisch mit den Magazin sozusagen einmal sauber gewischt mit einem nassen Lappen und dann ist das Ding eigentlich auch schon sauber. Dann lässt man die Schleuder noch mal kurz andrehen auf Hochtouren, damit sie sich ein bisschen trocken schleudert. Anschließend werden da eigentlich nur noch die kleinen Geräte sauber gemacht und der Druckfilter wird aufgemacht, aufgeschraubt, der Metallsieb und der Netzsieb wird rausgenommen und einfach umgestülpt in einen Hobok. Dort sammelt sich dann der ganze Pollen, die ganzen Wachsreste, was da so drin ist. Und ja, das Netz kann man dann nachher sehr einfach mit kaltem Wasser auswaschen. Wie gesagt, kein heißes Wasser, dann ist es unbrauchbar. Aber mit kaltem Wasser geht das eigentlich sehr, sehr gut, dass man da das Sieb auswäscht. Und danach hat vielleicht nochmal einen Hochdruckreiniger drüber und nach Trocknen, dann ist es wieder blitzeblau sauber. Das geht ganz gut.
Und dann bleibt es nur noch übrig, dort den Schleuderraum auszuschäumen, Wände, Decke und so weiter. Ich nehme da Sevarol, eine Fettlösepaste aus dem Gastronomiebereich. Und die kommt dann in den Kercher hinein. Da gibt es einen extra Behälter dafür bei dem Kercher. Und damit schäumt man dann den gesamten Raum, die Decke, Wände und alles aus. Und anschließend nehme ich dann einen Flächenreiniger. Das ist hier so eine Drehscheibe mit so die drehenden Düsen. Und damit ist es tatsächlich super kinderleicht, dort die Flächen da sauber zu schrubben, und von Wachs und Propolis und so weiter zu befreien. Ja, und so sieht es dann aus. Blitzeblanke sauber. Das Ganze wird dann noch mit einem Gummiabzieher alles abgezogen und mit einem Trockengerät nochmal alles durchgetrocknet und schon ist die Anlage komplett gereinigt. Ich habe das Ganze auch nochmal schriftlich zusammengefasst und zum Download wird das angeboten auf www.zurfleißigenbiene.de. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Danke, euer Bernhard Reubel.